Junge, ich habe Kevin meine Streams gezeigt. Wir haben heute über Devil May Cry geschrieben und jetzt. Ja, Wo warst du jetzt. eigentlich die ganze Zeit? Bei Bekannten. Nein! Einfach zu Besuch. Nein! Die machen einen neuen Laden auf und brauchen ein bisschen Hilfe. Ja, schreibt es halt, sonst muss ich nicht immer nachfragen, weil du sagst Nomen und ich denke mir halt, geil. Ich sage, Chef. Eins an Deutsch. Was habe ich geschrieben? Habe ich nur Bekanntenkreis geschrieben, oder was? Ja. Hä, als ob ich nur Bekanntenkreis geschrieben habe. Oh. Willst du mein Recording-Booth Willst sehen? du kurz den Sound hören, wenn ich jemanden roaste? Was? Wenn ich zum Beispiel sag. Ich hab so übelsten Bullshit gefunden, Alter. Warte. Was für Minecraft? Fuck. Stream ich schon? Ja, ich stream schon. Willst du mein Recording-Booth sehen? Ja. Das ist so Raus. geil. Das ist so geil. Telegram. Die zwei Matratzen, Alter, Ehre. Das ist ehrenhaft. Das Heftige ist, wenn ich klatsche, da ist nichts. Da ist nichts. Das wird alles aufgesaugt. Und willst du noch was sehen? Um den Stream gut zu starten, warte. Warte, schau dir das bitte an. Das ist mein Was ist das? Eigentum. Ist es ein Weltraumschiff? Ist, nee, wie heißt es? Raumschiff? Ja, schau dir mal den Namen da oben an. V-Man Mürden. V-Mann, Junge. V-Mann, so ein V-Mann zermürden. Das ist auch ein V-Mann, das ist ein Junge, V-Mann. also, das ist ein Virgil. Ich raste aus. Warum? Wenn ich ungefähr eine halbe Stunde Voice-Over mache, dann schließt sich so meine Nase mit der Maison an, Alter. Da muss ich mir erstmal Pfefferminz so in die Nase tropfen lassen, damit es wieder frei wird. Was ist das? Hab ich eine Bindung? Hab ich Dazu eine Bindung? kann ich nur eins sagen. Ich habe in einer halben Stunde Voice-Over 161 Fehler. 161 Fehler in einer Stunde. In einer halben Stunde. In einer halben Stunde, das ist krass. Es ist heftiger als bei dir, Junge. Servus. Ey, fick dich, Alter. Was roast du mich? Aber weißt du, was ich sag? Nein. Wenn Christian jetzt nicht den Stream schaut. Er schaut noch nicht, der hat gesagt, er macht sich Burger und ich habe ihm geschrieben, spielt Devil May Cry weiter. Um 11 Uhr und der so, nee, kein Bock. Ich schaue jetzt Reactions. Und dann habe ich ihm 2 Stunden später geschrieben, wird's bald? Und der so, ist hier so langweilig, ich mache mir gerade Burger. Ja, wann spielst du jetzt? Abends. Weißt du, was ich dazu nur sagen kann? Schaust du gerade den Stream? Christian ist so eine fette Drecksau. Oh, was ein Roast! Junge, der absolut bass-boosted Sound, um Christians Roast zu verdeutlichen, Alter. Das finde ich immer lustig. Kennst du das nicht von Videos? Ich halt mein Maul. Ja, solltest du. Solltest du es nicht. Erst gerade. Ja. Ja, nee. Mein Mikrofon hat ja 20 Dezibel Eigenrauschen. Okay. Und da habe ich Wie herausgefunden, viel hat dass meins? Weißt du das zufällig? Samsung 10.2. Steht es? Da steht es. Spezifikation ist. Ja, da steht es. Nein! Nee, das steht nicht dran, weil die sich wahrscheinlich nicht das Produkt kaputt machen wollen, weil es wahrscheinlich irgendwie 40 sind oder so. Und da habe ich herausgefunden, dass es Rode NTA. Meine Stimme. NT1S. NT1A. Das hat 5 Dezibel Eigenrauschen. Das ist Das ist krass. Gar nichts. Und dann gibt es noch das. Wie viel hat meins nochmal? Kannst du es bitte nochmal wiederholen? Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich 40, weil das steht nicht so. Och Und dann gibt Mann. es das, ich habe auf Reddit gefragt, das LCT 550 und es hat drei, das hat einfach drei.
Meins hat 20. Das hat 3. Wie viel kostet das? Schätz mal. Locker 300 oder so? 660. Boah, das ist schon viel. Sieht aber übelst Premium aus, warte. Für die Qualität muss man zahlen. Logisch. Muss man einen Pick sehen. Junge, eigentlich sollte mit 2 Monitoren kann man ja da mit seiner Maus auf den anderen Monitor gehen. Boah, das sieht mega aus. Sieht Retalk mega aus. Aber ihr müsst hier eher auf der anderen Seite. Junge, meine Stimme, was ist das, Mann? Alter, ich glaube, morgen werde ich mit diesem Scheiß fertig. Dann kassiere ich nicht, weil der wahrscheinlich sagt, das ist scheiße, weil ich viel zu schnell rede für ein Hörbuch, Alter. Ich mache so viele Fehler, ich muss sie alle rausschneiden, dann hört man diese Katzen und sowas. Und ein Hörbuch ist ja eigentlich ungefähr in so einem Tempo. Und mein Tempo ist doppelt so schnell. Ja. Und dann habe ich Christian gesagt, jo, lese mal das vor und stopp, wenn du einen Fehler machst. Was macht er? Er nimmt alles auf, ohne Fehler, Alter. Ich raste aus. So ein Bauer. Junge, deutscher Abitur, 8 Punkte, ohne Grund, oder Junge, was? Junge, ich habe ihn gefragt, was liest du? Der hat ohne Scheiß, wenn Christian zuschaut, du bist so ein deutscher Politikbauer, ohne Witz. Der liest nur Politikartikel, mehr nicht. Hä, als ob. Ja. Safe Call. Der wirklich, woher soll er sonst wissen, was los ist? Aber der weiß nicht Bescheid, dass der Amazonas brennt. Servus. So ein Gött, dieses Amazonas. Was sagst du ja nicht dazu, dass der Amazonas brennt und niemand davon weiß? Das ist sehr traurig eigentlich. Der brennt schon seit 2-3 Wochen, Alter. So, ist doch fresh. Oder? Ja. Das Dumme ist, mein XLR-Kabel ist genau so lang, dass mein Mikrofon da stehen kann, aber das Kabel hängt dann in der Luft. Und ich habe gelesen, wenn ein XLR-Kabel schlecht ist, dann kommt Herr Wagner, macht seinen Access Point an und kann mit WLAN-Strahlen deine Mikrofonqualität senken, ja. Du weißt. Er sagte so, aha, du hast ein ungestimmtes Kabel, ich mach WLAN an. Wie komme ich da hoch? Wo hoch? Da hoch, warte, da. Wahrscheinlich eine Etage höher. Da, ja, da geht, da verfliegt auch der pinke Geruch. Geruch? Hoch, Mann. Ich kann nicht hochschauen. Oh. Schau. Da oben. Warte, kann ich jetzt mit dem Menschen hören? Nee, kommt da nicht hoch. Shit, bruh. Ich werde einfach zum Menschen. Warum? Was soll das mir bringen? Keine Ahnung. Hey? Also, warte mal. Ich soll das jetzt mal ändern. Haken wäre echt Killer, Alter. Aber wo soll ich mich am besten hinstellen? Hier irgendwo. No! Ja, okay, ich bin einfach nur behindert. Yeah. Perfekt. Ja, ich glaube, ich kaufe ein geiles neues XLR-Kabel. Für how many match? Kurz checken. Safe. Bruh.
zum Wolfie werden, Alter. Let's go. Let's do this. Oh! Ah, mega nice. Perfekt, nur noch eine Flamme fehlt mir mal, sag ich mal. Sagste ich mal. User entered your channel. Ah, servus. Wissen wir, warum bist du so deutsch? Was soll denn der Scheiß? Wieso? Nee, warum bist du so deutsch? Liegt an meiner Augenfarbe, an meiner Haarfarbe und in meinem Erbgut. Nee, du bist nur ein Spaß. Einfach nur ein Spaß. Hund. Bist du immer noch am Burgerbraten? Nee, ich habe das gerade gegessen. Das wäre lustig gewesen. Wahrscheinlich hat er sich so Burger Patties gebraten, Messer und Gabel die Burger Patties. Nee, ich habe ein ganzes Schwein gebraten. Christian? Ja. Bist du eigentlich ein Burger? Nee, du bist immer mit einem. Es gibt, ich finde irgendwie Leute, die einen gibt Burger. Leute, die mit Messer und Gabel mit Burger essen. Ja, das finde ich aber ehrenhaft. Ja, aber oder das ist doch Wahnsinn. Was ist der Wahnsinn? Wenn man sowas macht, das ist zu deutsch, das geht nicht. Das macht ja nicht mal mein Opa. Der hat aber mal Pommes mit Gabel und Messer gegessen. Ah, aber keine Pizza. Junge, Pommes mit Gabel und Esser. Da war er sogar richtig sauer. Ich hab das mal mit Händen gegessen und dann hat er gesagt, Bob, sowas können Sie nicht. Bis mit Gabel und Messer. So ein Ehrenmann, Alter. So ein Ehrenmann. Ehrenmann, der macht um 2 Uhr morgens einfach Pfannkuchen, Alter. Pfannkuchen. Christian. Ja. Also, ich hab echt Respekt an Hörbuchsprecher, die. Junge, Alter. Meine Stimme, Alter, die ist. Ich bin bei Seite 44. Schriftgröße 10. Wie viel? Und 600. Was? Was? Nee. Ich hab Times New Roman PT10. Bin auf Seite 44 von 63. Das ist ja fast fertig schon. Ja, aber der wird dann wahrscheinlich sagen, ja. Aber ein Hörbuch ist dann langsamer. Dann denke ich mir, fuck auf, Alter. Ja, die erste Stunde würde ich perfekt machen und danach würde ich schwächen. Ob der sich das Ganze anhört? Natürlich hört das sich Audible. An. Ich bin mir nicht sicher, ob Audible das dann auch noch erstmal checken muss. Ich muss anders sehen. Also, wo genau wird es. Ah! Das wird. Auf Audible. Das wird also wie ein Hörbuch. Ja, ein Hörbuch. Und von. Also, was genau? Ist es eine Website, wo man Sprachen lernt? Oder? Audible. Sprachen lernen mit Bubble. Ich wollte sie. Da oben. Ah, da oben, Jaski. Boah, was mache ich mit dem Cash dann? Denn. Dir einen miesen Corsa kaufen, weil das Safe Corsa. Ja. Premium ist drin. Neues Mikrofonkabel. Nein! Das mach ich wirklich. Nee, komm raus! Gut, dann investierst du nämlich in deine Anlage. Das mach ich doch immer. Ich hab mir das Interface von Fiverr gekauft, ich hab mir das Mikrofon von Fiverr gekauft. Was? Mann!
Und jetzt habe ich ja diese geile, den Recording-Raum mit den Matratzen, also. Das ist schon geschickt, das, oder? Das Hörbuch, das nehme ich hier in meinem Zimmer auf, weil die Hälfte habe ich, also die ersten 10 Seiten waren ja schon da und dachte mir, also ob ich das jetzt komplett neu im anderen Raum aufnehme, weil es da viel leiser ist und so. Man hört nichts, der Schall, der wird einfach aufgesaugt von dem. Fällt die Matratze einfach um. Geht gar nicht, die ist so angewinkelt, dass sie eher zu anderen. Das ist aber so, schon so einen angeschlagenen Ton in der Stimme. Ja, natürlich, Alter. Ich habe gerade heute 1,5 Stunden aufgenommen. Das. Also soll ich mal schauen, wie viele. Ja. Das hat mir nicht viel gebracht. Das haben wir nicht hingebracht. Also heute. Einmal jetzt hab ich ganz real to be Mats angehört. Scheiße. Christian, hast einmal du eine 26 bekommen? Minuten, einmal 11 Minuten, einmal 31 Minuten, einmal 12 Minuten, einmal 8 Minuten, dann nochmal 8 Minuten und dann nochmal 30 Minuten. Ja, 2 Stunden. Ich sterbe! 2 Stunden pure Aufnahme. Ja. Bald gibt es die neue Grafikkarte. Nee, brauche nicht. Dann bald den 4K-Monitor. Bald gibt's einen neuen CPU-Kühler für dich. Ja, das ist. Nee, es gibt ein neues Mikrofon. Das rote Mikrofon? Nee. Das MXL-WO1-VO1A. Wie viel kostet denn das rote Mikrofon? 200? Ja, ist dein aktuelles jetzt? Ah, das kostet 154, das rote, aber es ist wirklich. Das ist voll günstig. Dein aktuelles ist jetzt 4 Jahre alt, oder? Nee. Ein Jahr. Ein Jahr? Ja. Was macht der meiste Interface? Neues Interface gekauft. Hey, Gaskan hat mein altes. Ja. Was hast du für ein Gaskopf? Nein, Schwumpfi! Was soll der Scheiß? Ich nehm das genau, wer hat eins bekommen. Ein blauer Rubin. Die allerletzte Qualität ist auch das, was ich immer treffe. Was? Mann, Erski, wo ist denn dein Hammer-Headset, Alter? Mein Hammer-Headset? Ja, dann haben wir jetzt. Das ist tot. Das gibt's nicht mehr. Mein Hammer jetzt ist leider auch tot. Ich find's ab und zu immer noch krass, dass du auch eins hattest. Deins war aber legendär. Weißt du was, ich schmeiß mein Mikrofon weg und kaufe mir 10 Euro Trust-Mikro. Gehirn und Verstand. Ach ja, Gaskan, hörst du das, was im Christian im Zimmer läuft und laute Geräusche macht? Warte, dann müsste ich erstmal den Zelda-Sound leise machen. Christian, sag mal was. Hallo. Warte. Sag mal was. Hallo. Hey, ich höre eine fette Missgeburt. Christian. Hey. Hä? Hast du den Ventilator doch jetzt ausgemacht oder was? Ja, natürlich. Ich spiele ja auch nichts. Aber das ist so traurig. Basti hat es mir gezeigt, Alter, ich bin gestorben. Das ist mein Boost Mode. Aber ich weiß nicht, was trauriger ist: das Setup oder dass es funktioniert. Ich würde sagen, das Setup. Ja, kein Wunder, dass es funktioniert. Es ist 40 Watt Lüfter, Mann. Ich habe nachgeguckt, das sind keine 40, es sind 60 Watt. Der gibt Luft, Alter. Der gibt Luft, der Hurensohn. Der Hurensohn, Alter. Und ich glaube, das Stativ, das muss auch mal. Das, also, dieses Schwanzstativ, das hier steht, das muss das Beste, was es gibt. Aber ist das bei dir. Es hält doch eigentlich stabil, oder Basti, bei dir? Es ist so oft umgefallen. Ah, ist es schon so oft? Okay. Ich wusste jetzt nicht. Das wusste ich nicht. Wenn ich, schau mal, wenn ich den Galgen weiter rausschiebe, also den Arm, und jetzt kippt es immer wieder. Das ist schon traurig. Die einzige Funktion, die ein Stativ hat, ist das Mikrofon zu halten. Und das tut's nicht. Das ist richtig Bullshit. Geil, Alter. Das sind Ehrenscammer, Alter. Genau wie ein Stuhl. Ein Stuhl ist auch nur dafür da, dass man sitzen kann. Stell dir vor, man kann dann nicht mehr drauf sitzen. Man fällt einfach runter. Ja, man fällt einfach durch.
Das ist ja mega nice. Oh Mann. Jaska, dann rot, gelb oder weiß? Für was denn? Mikrofonstativ. Weiß. Mega. Weiß ist voll, ist voll cool. Das passt zu meinem Keyboard-Stativ, das auch weiß. Keyboard-Ständer. Ständer. Christian, hast du diesmal eine Benachrichtigung bekommen? Ja. Besser ist es, Alter. Besser ist es. Hat aber ein bisschen lang gedauert. Was? Hat aber ein bisschen lang gedauert. Ja, erst wenn ich auf Chrome bin. Desktop-Benachrichtigung bekomme ich auch nicht. Achso, du bist ein Real-Life-Mensch. Du hast Shit-Ups gemacht. Shit-Ups. Ich war am Burger fressen. Shit-Ups. Oh Mann, Alter. Jedes Mal beim Scheißen so ein Shit-Up, wenn man presst. Liegt man so nach scheißen, oben. Alter. Warum, in diesem Raum muss irgendwas sein? Aber ist es physikalisch eigentlich tatsächlich möglich, beim Scheißen zu sterben? Ja, das schon. Wenn die Hirnader platzt. Aber jetzt stell dir doch mal vor, wie unglaublich traurig das wäre. Also, stell dir mal vor, es würde tatsächlich einen Himmel geben, ja? Und man geht dann als Seele nach oben, geht dann so Richtung Himmel und dann da finden dich deine Verwandten auf dem Klo richtig angeschissen. Und du bist einfach tot. Ist man dann traurig als Verwandter oder was denkt man sich da? Weißt du, was noch trauriger ist? Was eine Missgeburt, Alter. Was eine Missgeburt, Alter. Beim Scheißen gestorben, Alter. Das Lustige da gab's halt so mal, da gab's irgendwann mal so ein Animationsvideo, Alter. Das hat mir, glaube ich. Weißt du, was noch trauriger ist? Das gezeigt, Alter. Ja, was? Das ist, das heißt Erotic Asphyxiation. Das ist, wenn jemand irgendwie ultra hardcore fappen will und sich währenddessen irgendwie erwürgt mit einem Strang, was es irgendwie boostet. Was? Ein autoerotischer Unfall, da sterben irgendwie pro Jahr 100 Leute und da sind die Eltern irgendwie nach Hause gekommen und haben ihr Kind tot aufgefunden, wie das da irgendwie so ein sich erstickt hat, während er gefappt hat. Hat er sich erhängt oder was? Beim Fappen oder was? Oder einfach nur erstickt? Erotic Asphyxiation is the international restriction of oxygen to the brain. Ah, auf Deutsch. Die Frage, die ich mir stelle, warum weißt du das? Auf Reddit habe ich die kränksten. What way. Wie willst du auf keinen Fall sterben? Habe ich mir angeschaut. Da hat jeder irgendwie so einen Shit geschrieben. Gerade noch wieder gerettet, ja? Gerade noch wieder gerettet. Aber das, warum macht man sowas? Ist man geistesbehindert? Ja. Ich nehme mir doch nicht mein Leben, oder ihr erstickt mich doch nicht. Dann lass mich lieber vom Waffen fesseln. Oder, Christian? Ja. Perfekt. Dann lebe ich wenigstens noch. Ah, hier. Atemkontrolle ist eine Sexualpraktik aus dem Bereich des BDSM. Hierbei wird die Atmung des passiven Partners entweder erschwert oder für kurze Zeiträume gänzlich unterbunden. Diese Praktik zählt zu den gefährlichsten und extremsten Praktiken des BDSM. Ob sie noch in Bereichen des liegt, ist innerhalb der Subkultur teilweise umstritten. Eine eingeschränkte Atmung bewirkt. Für was steht nochmal BDSM? Was ist das? Es. Das ist doch dieser Hardcore-Bang oder sowas, oder? Ich suche, was das steht. Oder, Christian? Was sagst du? Sexualkontrolle? Bondage, Discipline, Dominance, Submission, Sadism, Masochism. The fuck? Ja, das ist halt 50 Shades of Grey. 50 Shades of Bumsy, Alter. Savage. Gaskaran Blue hat ein neues Mikrofon rausgebracht. Oh. Wie ist es? Ja, anscheinend sehr gut. Junge, dieses GIF ist so alt, Alter. Ja, das Blue Yeti ist ja auch nicht so schlecht, oder? Blue Yeti ist scheiße. Retalk? Ja. Ein USB-Mikrofon, Mann. So stirbt man beim Scheißen erst. Ja, das hatte ich auf meinem Nokia-Handy. Das kann's doch nicht sein. Stell dir vor, dein Kopf platzt und dann scheißt du trotzdem noch, wenn du tot bist, Alter. Aber warum wurde Blue Yeti so gehypt? Ja, weil es halt so ein. Weil es irgendwie jeder hatte und also die ganzen Influencer. Was geht? Klick auf meinen Link! Hab ich schon gesehen. Dieser Kopfschiss. Der Typ, der verschissen hat. Mann, das ist so alt, Alter. Ich weiß gar nicht, wann ich das gesehen habe zum ersten Mal. 2006.
vielleicht. Ja, Christian, ist da immer noch ein Ventilator bei dir? Nein. Was ist das denn? Das ist die Klammer, warte. Kann ich ändern. Ist es jetzt weg? Ja. Ja. Klimpern der verbogenen Klammer des Lüfters. Ach ja. Influenza. Influenza! Mit Dommis Bruder, Alter, habt ihr das gesehen? Macht er auch Videos oder was? Nein, der ist Informatiker. Was macht er? Der ist Informatiker. Ein Kopf? Hat er Informatik studiert? Ja, ja. Ja, der studiert gerade Informatik. Hab ich dir doch letztes Jahr gezeigt, der hat seinen FOS-Abschluss ein Jahr vor uns gemacht. Und der soll im Vergleich zu Domi voll der Gott sein. Er hat uns gefickt, Alter. Der hatte in den 4 Abschlussprüfungen 12, 11, 11, 9 oder so. Aber das ist auch Domis Bruder. Natürlich ist er gut. Der sieht halt hässlich aus? Nein, der sieht aus wie Domi, aber auch nicht wie Domi. Also ich such's kurz. Wie kann man wie Domi, aber nicht wie Domi aussehen? Christen, das sind Brüder, natürlich sehen sie sich ähnlich. Ja, nicht wirklich. Ich bin gerade dezent am Struggeln. Es gibt nur. Fuck! Kann ich irgendwelche Tipps haben, Jungs? Wie immer bis jetzt? Schau nicht mal zu, Alter. Nee, kannst du nicht, weil ich jetzt meinen Routen mal schaffe. Weil es ein gutes All-Update gibt für CS7. Christian! Ja. Quest! Ja? Ich hab eine Frage. Ja, was denn? Du hast ja das Spiel auch noch nicht durchgespielt, oder? Nee. Dann helf mir! Wie? Du musst dich in die Lage des Dungeons versetzen, Christian. Spiel doch einfach ein Zelda-Spiel, man kommt doch mit einem Zelda-Spiel raus. Junge, ich hab das 8. Junge. Ich hab Wind Waker mit 6 Jahren geschafft. Da musste man lesen. Welcher Link oder was? Bring mich an, erst geht. Junge, Minish Cap, Junge. Mario World. Mario 64. Oh, Fritzbox updaten. Top-Down Zelda sind die besten. Ich will nicht. Das ist so. Warte, gibt's hier irgendwas? Es muss hier in diesem Raum doch irgendwas geben, was man. Ich weiß nicht, so man erkennt den Domi einfach, aber man erkennt ihn halt auch nicht. Das ist Domis Bruder! Ja. Er sieht Domi überhaupt nicht ähnlich. Doch, schau. Überhaupt nicht. Doch. Man sieht es schon, aber man sieht es auch nicht. Seine Augen vielleicht. Warte. Nee, der ist viel zu cremig im Vergleich zu Domi, Alter. Ja, aber denk dir mal den Bart ein bisschen weg. Domi ein bisschen depressiver. Mein Domi steht ja auch daneben. Bisschen sieht man schon. Nee, Domi ist eine Schönheit im Vergleich zu seinem Bruder. Ja, der ist ja auch erst 21. Domis Bruder sieht aus wie ein Frosch. Was ist das, Mann? User in your channel timed out. No hate, natürlich. Nein, Basti macht nur ein Fritzbox-Update. Oh Mann, Alter.
Da muss es irgendeine Leine geben, safe. Ja, line it, lol. Was ist hier? Junge, wir müssen später ein unglaublich geiles Video angucken, erst genau. Primax Best of Minecraft. Nee, das ist nichts. Das ist zu krass. Digga, schau mir keine Minecraft bei Primax an. Doch. Diese Klicks hat er nicht doch verdient. Nein, hat doch er nicht. Nein, überhaupt das, nicht. Das ist Best of. Das ist nicht von ihm. Das ist zu viel, Jaskaron. Wirklich, du stirbst. One of the Trimax hier. Ja, das gibt's nicht, also ich komm hier nicht drauf. Was ist denn genau dein Problem aktuell? Ich weiß nicht, wie es in diesem Raum weitergeht. Und was sagt Midna die ganze Zeit? Nur noch eine Fährte sagt. Ja, dann schau doch mal nach oben. Ja, habe ich schon gesehen, aber wie komme ich da hoch? Ja, wo geht denn das hin? Es geht da oben hin. Ja, und wo fängt's an? Da hinten. Dann geh doch mal dahin, wo es anfängt. Oder kommt man da nicht hin? Da kommt man nicht hin. Ja, dann probier's mal, ich will sehen, was da ist. Schau mal, es fängt eigentlich hier an. Ich habe jetzt drei dieser Dingsbums geholt. Ja. Die sind jetzt hier. Zwei, ja, aber das ist ja zwei. Eine andere Spur. Und das da geht da hoch. Aber wie komme ich da hoch? Wenn es von dort geht. Gibt's nicht? Geh da mal hin, wo diese Schlüssel ist. Wo diese Schlüssel sind? Wo, welche Schlüssel? Ja, da wo es losgeht. Die Schlüssel. Achso, Schlüssel. Ich habe Schlüssel verstanden. Entschuldigung. Kann man damit irgendwie interagieren? Nein. Aber es gibt doch, man kann doch irgendwie so ein Sprungding machen, oder? Das ging doch damals, ganz am Anfang in Schloss Hyrule. Dass man so Jumps macht. Geht das hier nicht? Irgendwie? Springen? Nein. Und hast du schon dich als Mensch probiert, was du da machen kannst? Ja, hier habe ich mich nicht als Mensch probiert, sag ich mal. Ja, das ist er mal. Da kommt man nicht hoch. Warte mal. Wenn man hier hoch kann, dann kommt. Ja? Nee. Ja, probier's mal. An die Ketten vielleicht. Wie? Ja, probier das mal. Ich weiß es nicht, ob es geht in dem Spiel. In manchen Zelda-Spielen gibt es. Warte, wenn man. Hier kann man hoch. Aber wie kommt man hier hoch? Also ich denke mal, du musst darüber irgendwie, ja. Warst du schon in der Tür drin? User entered your channel. Der Controller ist so ein Hurensohn, Alter. Was? Ne, hier. Doch, hier war ich schon drin, glaube ich. Vielleicht kommt man da noch hoch. Leiter vielleicht, oder? Schaut nicht so aus. Okay, what the fuck? Hey, hier geht's zurück, oder? Ah! Junge! Das ist ja im Vergleich zum Wassertempel ein einfacher Tempel. Vielleicht ist es wie bei Dobby. Bei den einfachen Sachen verkackt er und dann gleich bei den schönen gesagt. Ich hab beim Wassertempel auch verschissen. Ja, aber es ging relativ schnell. Wait. Warte mal, kann ich da irgendwie. Ne, da kann ich nicht irgendwie. Okay, scheiße. Ja, aber für was ist der da? Das ist eine gute Frage. Muss er für was da sein? Damit ich da durchgehen kann. Ja, aber da auf der anderen Seite kann man doch auch irgendwo hoch. Nein! Ah! Warte, geh zurück. Ja, Andre, nein. Geh mal da. Nee.
Kannst du da drauf? Hä, wie kommt man da dann hoch? Da kommt man doch hoch links oben. Oder nicht? Hä? Warte mal. Moment. Microphone muted. Jaski? Chris? Ja. Wenn ich das Mikrofon nicht angesteckt habe, habe ich einen Noise Floor von minus 91 Dezibel. Also, das ist eigentlich. Wirklich? Unhörbar. Ja. Wenn ich das Mikrofon anstecke, in einem schalltoten Raum, der wirklich, da hörst du dein Blut im Ohr, dann bin ich bei minus 69. Das heißt, das Mikrofon hat ein Eigenrauschen von 20 Dezibel ungefähr. Und... Minus 69 ist da immer noch gut. Ja, aber das hört man. Warte, ich hab noch ein Beispiel. Das ist das hier. Das ist die Aufnahme vom Raum. Ohne Mikrofon. Mit Mikrofon. Ja, aber man muss schon sehr konzentriert sein, dass man es hört. Außerdem redest du ja auch die ganze Zeit, also ist doch scheißegal. Ja. Ja, du. Also Curly. Es gibt ein Mikrofon, das hat drei. Damit wäre ich schon zufrieden, ehrlich gesagt. Das ist halt ziemlich gut. Ja, es gibt trotzdem ein Mikrofon, das hat nur 3 Dezibel Eigenrauschen. Meins hat 20. Weißt du, wie das aussieht mit 3 Dezibel? Beautiful. Cool, me why? Warum ist die Musik von dem Tempel so böse, Mann? Weil das Orbit des Grounds ist. Ja, das ist die... Botched Execution. Bald kommt der Endfight gegen Bowser, Alter, heftig. Aber davor kommt noch Bowser Jr. Davor kommt Ludwig. Weißt ja, Ludwig ist zu viel. Aha. Wieso kann Domi dieses Face nicht rekreieren? Das ist einfach zu viel. Es ist das beste Gesicht, die beste Grimasse, die Domi je gemacht hat. Ja, Domi ist halt jetzt nicht mehr Domi. Er ist ascended. Boah, Domi war früher ultra... Also, ich verstehe die Wandlung von Domi irgendwie nicht. Domi war der absolut Asoziale, der auf den Boden gespuckt hätte. Dann wurde er zur freundlichsten Schmuchtel und jetzt ist er wieder episch. Wie der früher kommentiert hat, Alter. Das war göttlich. Dann wurde es richtig scheiße und dann. Ja, Mai.
ist denn jetzt das? Das ist ja ein Astor-Mikrofon. Schaut ja aus wie Berliner Mauer. Wo ist der Askaran? Microphone activated. So. Ja. Schwul oder so. Das war schon mal so. Déjà-vu, oder ist erstmal an der exakt selben Stelle wie im letzten Stream. Ja. Wie fandest du Christians Stream? Mega nice. Hat er gestern gestreamt oder was? Hab ich dir doch geschickt? Ja, du hast auch gesehen, dass ich sie geschickt habe. Achso. Ja, okay. Ah, Umut und Networks. Der Arme, Alter. Der Arme. Ja, er bekommt dafür keine Hitze, ne? Also von daher. Ja. Dafür bekommt er die Hitze von Mohammed zu spielen. Oh. Dein Bruno Banani. Eo. Von Bruno Banani. Ah, okay, hier habe ich letztes Mal das Spiel beendet. Holy shit, dieses Mikrofon kostet nur 1 Euro mehr als mein jetziges und hat 4,5 Dezibel Eigenrauschen und meins hat 20 Dezibel Eigenrauschen. Und da Dezibel logarithmisch funktionieren, sind alle 3 Dezibel doppelte Lautstärke oder waren es alle 6 Dezibel? Ah, okay, hier bin ich nicht das letzte Mal weitergekommen. Weil ich nicht. Warte, habe ich überhaupt einen Schlüssel gefunden? Ist das übertrieben, Alter. Bruno Banani, Bruno Banani, Bruno Banani. Banani, Bruno. Ja.
Do it, Yasuki! I believe in you. Yes, very good. Yeah. Schon funktioniert. Jetzt ist aber genormt. Du meinst Form nach Norm verschwappen. Willst du nicht vielleicht die Kiste noch da vorher mitnehmen? Ich war schon drin. Echt, warst du da schon drin? Da drin? Da? Ja. Ja, da war ich schon. Da hab ich wohl Brain Aids. Auf jeden Fall, Bruder. Immer noch einen Rubin, den ich nicht wegen meiner Börse. Okay. Gut, dass er gibt's. Da voll beschissen, wenn man das Spiel zu 100% spielen will. Weil dafür muss man jede Kiste mitnehmen. Sonne Missgeburt! Mega nice! Man einfach nicht zerquetscht wird, sondern einfach die Realität hört auf zu existieren. Und man ist am Anfang des Traums wieder. Warum klatsche ich so ein Spast, Alter? Da ist noch so ein Spast da. Hallo! Also der Controller ist glaube ich echt AIDS. Ja, kalibrieren hab ich doch. Kalibrieren halt. Das ist so schwer mit Kalibrieren, Alter. Oben und links, rechts, fertig. Der Controller ist halt AIDS. Was? Ich hab nur für 3 Herzen? Shit, bro. Was? Hoffentlich noch eine Feder bei. Ich hab nur 2 Feder. Baba. Jedes Mal, wenn man resettet wird, glaube ich, verliert man Herz. Herz. Junge, wie schwul sind denn die Belohnungen in diesem Tempel, Alter? Immer nur Rubine. Dann nicht mal viele. Was für 20, Alter. Also. Das war's wohl komplett. Warte mal. Habe ich schon die 4 Dings? Stopp doch! Mann! Ach, Nagasaki, Mann. Dieser Furz doch. Julian, der hat mir gesagt, ich kann mein Mikrofon auch modden, ein paar Kondensatoren, das hört sich dann, hat einen niedrigen Noise Floor. Junge,
Der ist immer noch aktiv dabei bei der Technikszene. Julian Fair. Julian Fair. Julian Fair. Und was jetzt? Du hast verloren. Wir spielen neu starten. Game over. Ne, Retalk. Keine Ahnung, Junge. Warum ist da links so eine Schräge? Links? Wo links? Da links? Oder kamst du da her? Von da? Ja, von da bin ich gekommen eigentlich. Ja, aber noch da, diese Rampe da, diese Treppe, was ist das? Von da bin ich davor gekommen. Kann man da vielleicht mit einem Enterhaken noch oben hingehen vielleicht? Kannst du dich nicht oben da bei dem Kronleuchter an die Ketten oder so hinhängen? Oder an die Decke vom Kronleuchter? Nein. Nee. Wird das markiert, wenn man das kann, oder? Nein. Ja, natürlich wird es markiert. Das kann ich jetzt hier demonstrieren, oder? Wenn man Zelda spielen kann, man sich zum Beispiel an Kisten oder so hängen, geht das hier nicht. Haben wir jetzt verschissen? Du musst wissen, dass der Duft von hier kommt, also von dieser Seite, und hier weiter hier reingeht. Aber davor muss ich noch hier hin, glaube ich. Warte mal. Kann man eigentlich auch das da mit dem Enderhorn greifen? Leute, ich glaube, du musst das von da oben machen, warte mal. Ja, aber wie komme ich da oben? Nee, du kannst ja da dann auch nicht springen. Kann ich den Griff überhaupt anaimen? Nee. User joined your channel. Hallo. Da! Ja, ich glaube, von da kannst du das nicht mehr nehmen. Auf gar keinen Fall. Ich bekomme gleich AIDS, Alter. Wo geht der Sniff nochmal hin? Der geht da hin. Der kommt von hier. Ich kann mal kurz hierher laufen. Hier hinlaufen, sorry. So, ja. Da ist die Schüssel. Ja, okay. Aber dann verfolge einfach mal das Ding dabei. Das muss ja dann in dem Raum weitergehen. Sollte in dem Raum weitergehen. Ja, such mal alles durch. Und wo genau führt er hin? Das sieht man jetzt von hier schlecht. Da riecht man näher rum.
rein. Das geht da oben rein, da oben ist ja... Ja, da muss man ja da irgendwie hochkommen. Warte mal, aber was hat dieses mittlere... Kannst du in der Mitte stehen bleiben? Ich wollte gerade sehen, also... Ja. Das ist nicht die Mitte! Doch, das ist die Mitte. Deswegen ist doch da die... Ja, genau. Dann wegen dem... Dann mit dem Endtag wahrscheinlich. Wenn es so nicht reicht, ja wahrscheinlich. Nee, das wird schon so reichen jetzt wahrscheinlich. Schau doch mal nochmal. Naja, das reicht. Oha! Heftig! 800 IQ, Bruder! Ich weiß! Bruder, kurz Trip nach Indien! Hey! Du mich beleidigen? Stess! Du Gött! Vishnu! Wen soll die Statue eigentlich darstellen? Die Schlangengöttin. Wenn es eine geben sollte. I don't know, name, don't speak, bitch! Nein, bitte, 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 step by step. Boah, Alter, habt ihr jemals Joghurt mit Zahnpasta-Geschmack gegessen? Mit Baking Soda on the bottom? Ich glaube nicht, nein. Schmeckt voll geil. Joghurt mit Zahnpasta. Okay, was für Joghurt? Joghurt oder Geschmack-Joghurt? Ja, Zahnpasta-Joghurt. Meinst du mit Zahnpasta, hä? Also Joghurt mit Zahnpasta-Geschmack oder Joghurt mit Zahnpasta zusätzlich? Bin mir nicht sicher. Und du könntest einen Erdbeerjoghurt nehmen und da Zahnpasta reinklatschen. Oder einen leeren Joghurt. Warum sollte man das tun? Die Ästhetik. Also. Boah, wie kann man nur so geschmacklos sein und nicht Zahnpasta in den Joghurt reinpacken? Ja, Alter, Christian, verpiss dich mal, Mann. Alter, das ist so ein Bast, Alter. Gegen Nazi.
Das wird mir jetzt ein bisschen zu gemein. Er hat noch Bisexual Bigot. Ne, warte mal, das ist Transphobian. Ach, keine Ahnung. Transphobian. Bisexual Bigot würde keinen Sinn ergeben. Transphobian Bigot. Ich glaube an dich, es geht los. Ich glaube, du musst alle anzünden. Ja, ist mir schon klar, aber wie denn? Hä? Alle anzünden? Ich kann nicht alle anzünden. Warum nicht? Probier's aber. Oh. Was? Walker? Ja. Im Rewe gibt's den. Den gibt's wieder? Ja. Schau. Ich kann den nicht mehr anzünden. Dorte, Mokka, hast du ja, dann musst du die richtigen anzünden. Hey, ich bin ja dabei. Da gibt es eine Kombination wahrscheinlich, die gibt es vielleicht im nächsten Raum. Wenn du die falsche Kombination nimmst, dann wahrscheinlich fail. Was? Das war nur eine? Ja, ja, dann schau, das ist die Kombination, die ist dann im nächsten Raum wahrscheinlich. Wie will er in den nächsten Raum kommen, wenn er die Kombination nicht kann? Nein, ich dachte halt. Oh ja, schau, auf der Karte gibt es gar keine zwei drauf. Also ja, es muss aber eine Kombination geben. Ja, natürlich gibt es eine Kombination, Alter. Und die findet man raus in Learning by Doing. Die kommen ja durchgehend, also die sind das Geburten, Alter. Die vordere ist die erste, die du angezündet hast. Das ist auch die richtige. Die zweite muss jetzt raus. Die hast du noch. Die weiße. Genau. Einmal die Lampe an der Haken. Schau und. Perfekt. Nein! Junge, bist du behindert? Du hast doch die jetzt schon zum dritten Mal angezündet. Ja, wirklich? Ja! Los jetzt. Ja, ich brauch ein bisschen Karolinchen, Alter. Du hast keinen Platz mehr seit vier Parts. Hä, stimmt doch gar nicht. Spaß. Du hast immer noch kein Schild gekauft. Und das wusste ich doch. Easy. East Ham. Aber Matze ist immer noch nicht da. Was heißt immer noch nicht da? Der ist immer da. CSGO und Black Ops. Oh, mit Basti, ich hab den TikTok-Account von der Kollegin von der Neurologie gefunden. Warum hat sie ihn da? Keine Ahnung, aber die ist auch. Wenn du die auf Instagram anschaust, die macht so Promo für Make-up und so was Scheiß. Hä, was macht der Schattendoppelgänger in dieser Welt? Ja, direkt unsympathisch. Gleich weg damit. Das Müll. Aua, das macht mich so laut! Hier, das Instagram. Das ist aber nicht so nett. Deine Verschonung. Nein, das ist das erste Bild, was er hat. Reicht eigentlich schon. Da muss ich immer abgefuckt werden, das war der Scheiß. Nein! Mann, Jasku. Oh, Jaski, Alter, was ist denn das jetzt hier schon wieder? Junge, das Türkenkreis! Was soll denn dieser Türkenkreis? Diese Hurensöhne, Alter, das fuckt mich ab! Bist du dumm? Die bleiben stehen und du schaust nicht um, wer der Richtige ist, Alter, was ist los mit dir? Ich muss sehen, wer mich angreift. Junge, einer wird doch hell. Lass erst dann bitte in seinem Tempo spielen. Ja, okay, ich sag jetzt nichts mehr. Hey. Das ist gut gemacht. Dankeschön, ich bin sehr dankbar, Christian. Dankeschön, Gandhi, danke. Danke, Shiva. Danke. Wie heißen die restlichen 1000? Ich bin Nummer? So Ach, stolz mit dich! So, Sara Sommer. Sara Sommer! Sara Sommer! Hallo! Nein, okay, ich bin wieder weg.
Junge, er war so ein Ehrenmann, Alter, aber ich hab seinen Namen vergessen. Wie hieß er nochmal? Hey, was war das für ein No Man's Sky Update? Wie hieß er nochmal, Christian? Keybinding wurde wieder hinzugefügt. Ah. Und hallo! Der Spinner in der Raumstation, wenn man sich gespinnt hat, das wurde gefixt. Herr Bussasi, so hieß er. Herr Bussas, so hieß er. Herr Bussasi. Herr Bussas! Nee, der war übel korrekt, Mann. Übertrieben. Ja, das stimmt. Ja, wir kommen jetzt zurück. Abosa hat echt eine absolute Bassstimme, also das war schon krass. Endlich geht's weiter in dem Scheiß. Alles gut, Rocky. Lauf einfach los, wenn du ready bist. Da erinnere mich halt wirklich manchmal so. Erst gerade erinnere ich mich an Patricks Schnecke im Stein. Danke. Oh, endlich. Eigentlich ein Kompliment. Keiner denkt, dass der Stein gewinnt und am Ende ist er der Sieger. Das ist Rocky. Alles gut, Rocky. Das die ganzen Stream-Zuschauer. Was? Dass Rocky gewinnt, ja. Oh shit, Alter. Scheiße, Alter. Fucking millennials. Okay, immer wenn mein Opa SpongeBob geguckt hat und da kam Thaddeus, mein, was hat denn der für eine Nase? Ja, leck mir am Arsch! Ach ja. Thaddeus. Also. Mein Opa ist von einem Lachkrampf gestorben, als dann Schmetterling auf Thaddeus Nase gelandet ist. Das war schon lustig. Warum gehst du wieder hoch? Ja, das freu ich mich auch grad. Ich frag mich einfach Sachen, ja? Eigentlich muss man nach unten, aber ich denk anders, ja? Ich wusste Bescheid. Ich wollte euch nur testen. Lass du einfach los und es geht allein nach unten. Also. Wusste ich, aber ich hab halt den Schlüssel nicht. Thank you.
Ah, da ist die Kistorge, perfekt. Ah! Junge! Mega, eine Kiste! Eine Kiste? Hast du was gegen die 240p-Zeiten, oder was? Spaß. Du hattest keine 240p-Zeiten. Doch. Ich hatte 240p-Zeiten. Du bist schwul. Du bist schwul. Spiegel, Spiegel, ja, Diamantenspiegel. Immer ein Mehrstufenspiegel wie du. Gegen die Gummimauer geht gar nichts. Du bist so. Verdammte Scheiße. Nein. Ich hab 2 Millionen Euro und ich hab immer 1 Euro mehr wie du. Ich hab immer nur 1 Euro mehr, das ist ja nichts. Ja, das ist genau richtig, um mich zu triggern. Ich hab 2 Milliarden Trillionen und ich hab 2 Milliarden Trillionen und 1 Euro. Ja. Das ist immer noch nichts daran, dass du mir ein großes Schuldes Spaß. Fick dich. Irgendwann werde ich noch die vierte Wette werde ich gewinnen. Ich liebe mein Grundstück. Was für eine vierte Wette? Warte, es waren 2 in der Grundschule, oder? Erst gewonnen? Nee, ich glaube, es waren nur 2 bis jetzt. Insgesamt, okay, dann werde ich die dritte gewinnen. Ja, die zweite Wette war vor einem Jahr. Oh nee. Was für eine Wette? Ja, wir haben wieder um mein Grundstück gewettet und ich hab schon wieder verloren. Was? Ja, im Kindergarten. Junge! In der Grundschule haben Yaskaran und ich wegen irgendwas gewettet. Wir wissen noch nicht mehr, was der Wettgrund war. Aber ich weiß halt noch, dass Yaskaran mein Grundstück gewonnen hat. Bloß sein Haus! Ich verwette mein Haus! Verdammte Scheiße, Alter! Ich habe aber tatsächlich gegen Junsch habe ich auch mal leider eine Wette verloren. Und da so, ja, ich weiß, dass die Leberkäse-Semmel im Automaten 80 Cent kostet. Nein, die kostet 90. Hallo, geh doch, du verschissener Hund. Ja, er hatte recht. Der Preis wurde genau an dem Tag geändert, der Wichser, Alter. So ein Wichser. Hat immer 80 Cent gekostet. Hast du dein Haus noch einmal verloren? Ja, ich hab mein Haus zweimal verloren. Auch an Junsch. Leider. Schon belastet. Ja. Aber du, dir gehört es ja zuerst. Also, wenn ich mein Haus schon jemand geben müsste, dann lieber dir als Jungsch. Besser ist es, Alter. Oh genau, die zweite Wette war vor einem Jahr. Da haben wir gewettet über Julian Bam, ich lasse dein Studio brennen, wer die Line zuerst gesagt hat. Was hab ich gesagt? Du hast gesagt Julian Bam, aber ich hab gesagt Leo Mascher. Ja, und leider war es wirklich Leo Mascher. Da hab ich verkackt. Sag ich mein Haus nochmal verloren. Was war die Grundschulwette erst gerade? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat irgendwas mit dem Turmbeutel zu tun gehabt. Ja, weil wir standen vor der Sporthalle. Falls du dich noch erinnern kannst. Nee. Also wir haben irgendwie gewettet, dass irgendwie jemand vorbeigelaufen ist oder sowas. Keine Ahnung, Junge, ich weiß es nicht mehr. Junge, das ist mehr als 10 Jahre her, als ob ich das weiß. War das in der vierten oder war das in der ersten, zweiten? Ich glaube, erste, zweite oder sowas. Keine Ahnung. Hey, das ist ja ewig, ja. Wie konnte ich gegen dich eine Wette verlieren?
gegen dich, der gesagt hat, bist du Chinese, zu einem Schwarzen. Zu einem Schwarzen, Alter. Wie denn? Das geht doch gar nicht. Ich weiß es nicht. Bist du Chinese? Oh Mann. Dieses Wesen ist Frau Liebischer, ja, was, was ist es denn erst gedacht? Ja, ich wollte dir nur sagen, ich bin übermorgen in Indien. Das war das Beste, Alter. Wir sind da so im Gang entlang gelaufen, dann sagst du dir das einfach so, wie, du bist übermorgen in Indien. Ja, mein Vater hat gesagt, ich soll ihm das sagen. Das habe ich ihm gesagt. Ja. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, aber das war genauso behindert, wie du es gerade erzählt hast, Alter. Alle Männer sagen so 3 Jahre vorher mit Papierunterlagen, ja, wir ziehen um, dass das alles vorbereitet ist. Ja, wir fahren übermorgen nach Indien. Ich bin noch nicht mehr hier. Junge, jeder hat fast angefangen zu weinen, Alter. Ich hab sogar gesagt, wir gehen nach Indien. Nicht der Butterinder, Alter. Nein. Nicht der Butterinder. Oh man, Nigga! Wo bin ich behindert? Wie habe ich nochmal dieses Tor geöffnet? Mit einer Menge Fantasie. Boah, keine Ahnung. Oh, Junge, Alter! Wie kann man nur so kernbehindert sein wie ich? Ich hab keine Bomben mehr um. Oh, Junge, Alter. Wach auf, Link!
Ah! Ich brauch Bomben! Yes! Ey, Mann. Muss ich überhaupt weiter? Und da irgendein Geruch war, dieser Hund. Christian, kannst du dich noch erinnern, wie ich hier mal durchgegangen bin? Okay. Bist du noch nie durchgegangen, wenn's... Hä, du warst da noch nie? Nee, so eine Tür, wie öffnet man so eine Tür? Gar nicht. Von der anderen Seite? Aber ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Über den Sand rollen und hochklettern? Ich kann da nicht hochklettern. Oh. Nein. Doch links, nicht rechts. Achso, das geht. Okay, ich dachte, das geht nicht. Nein! Nein! Das gibt's nicht! Achso, nee, es geht doch nicht. Scheiße. Junge! Noch mal da hoch und schau dich um. Mega. Ah, du musst die Skelette töten, dass die Tür aufgeht. Mehr. Kann er die überhaupt töten? Die muss er ja finishen. Keine Bomben. Wo bekomme ich noch Bomben her? Überhaupt nicht mehr. Saufen. Was? Saufen. Von wo? Außerhalb des Dungeons. Bro, Alter. Ey, such ein bisschen, das geht bestimmt. Irgendwo liegen bestimmt Bomben drin. Droppen doch ganz normal auch als Items, oder? Ich hoffe. Also eigentlich in vielen Zelda-Spielen, ich weiß noch nicht, ob es hier so ist. Ich komme da auch nicht weg.
Ja, benutzt doch einfach Tante. Oh ja. Kommt man dann wieder an den Anfang des Dungeons? Oder an den Punkt? Ich glaube mal an den Punkt, weil sonst würde es sich so nur lohnen. Ja, das wäre geil. Das wäre mega nice. Rico teleportieren und da wird es bestimmt Bomben geben, oder? Zum Kaufen, so einen Markt. Ja. Schmerzhaft. Was ich nicht verstehe, warum man nicht eine Ultra Louis Vuitton Geldbörse von Anfang an, das verstehe ich halt nicht. Ja, du musst dir erst verdienen. Louis Vuitton. Ausschnitt habe ich das mal so gesehen, da hat irgendjemand in dem Video gesagt, ja, Unterhosen wechseln mal noch natürlich täglich, Monte, was Monte so? Die Louis, die ist schon eine Woche da. Ja, das ist eklig. Der verschwitzt den Millionär. Man muss jedem gönnen, Christian, merkt ihr das? Die Louis. Die Bomben voll unterschätzt, Alter. Ich dachte, die Bomben gibt's überall. Teleportier dich doch. Ja, der am besten hast recht. Wo war nochmal dieser Bombenboy? Cheat dir doch welche. Aber hier kann ich mir nicht TP'en. Ja, in Kakariko wird's doch safe ein Ding geben. Ne, warte, die Tante ist ja am Start, warte. Wo war nochmal dieser Bombenspot? Der war, glaub ich, hier, oder? Als ob es in Kakariko keinen Bombenladen gibt. Für Endlevel-Bomben. Nee, viel zu teuer. Ah, nee, das war's auch. Ist das sicher, dass 20 Bomben diesmal reichen? Natürlich. Okay. Warum sollten die nicht reichen? Weiß nicht. Fick dich, Alter! Danke nur. Weiß ja nicht, wie du so umgehst mit deinen Items.
hier sehr gut um. Hoffen wir, dass 50 Bomben reichen. Jetzt bin ich arm. Wegen dir, wegen grade, den Bomben. Du hast gerade Geld verschwendet. Ach, egal. Ich sag gar nichts dazu. Anstatt einfach den Text zu lesen, nee, du bist selber schuld, musst mit den Konsequenzen leben. Aber wenn Basti das sieht, weil der ist gerade gemutet, Alter, der wird ausrasten. Merk dir eins, ich bin reich. Oh mein Gott, Alter. Was stand da gerade? Da stand dran, das passt nicht in deine Tasche. Alle Bomben, die du kaufst, die überschüssig sind, kaufst du ins Nichts, so gesehen. So ein Scheißspiel, Mate. So ein Scheißspiel. Wie kann man nur so schlecht sein? Das frage ich nicht mich, das frage ich dem Spiel. Ja? Lol, tatsächlich, man wird genau an die Stelle gebracht, oder was? Das ist mega nice. Ja, übelst geil. Das hat kein anderes Zelda. Mega für die Robots, Alter. So wie ich. Hat er da ein Maul da hinten, Alter? Immer Scheißspaß. Was, Bruder? Ein Witz muss man verstehen. Nichts verstehen. Bestehen, ja, ja. Wenn ich was lese, werde ich ausrasten. Nein, Alter. Nein. Da stand fett dran. Ja, das passt nicht in deine Tasche. Wenn du jetzt 30 Bomben kaufst, dann werden nur 10 in deine Tasche gepackt. Die restlichen 20 kaufst du umsonst. Du hast gerade drückt trotzdem drauf. Ist ja auch egal, der Arsch. Ich bin die Katze, du weißt. Ich bin reich. Ich bin Markus. Ist halt eigentlich wirklich scheiße, glaube ich. Ja. Das hat aber 150 gekostet. Oder? Was denn? Er hat einmal 20 und einmal 30. Ich glaube aber, in seine Tasche passen nur 30. Ja, das passt nur 30. Da war 20 zu viel gekauft. Digga, was wollen die Hurensöhne von mir? Hat er viel gebraucht? Ja, mega viel. Vielleicht muss alle Kakerlaken töten. Genau. Alter. Digga, wenn er schon so tot dran liegt, dann denke ich wenigstens. Wer hat das Spiel programmiert? Nee, das sehe ich nicht ein. Also da war nicht Carola drüber am Start. Das lag wirklich daran. Wieder 7 Punkte verschwendet, deswegen sage ich doch. 20? Ja, wäre ein bisschen knapp geworden. Ja, ich habe ja auch, deswegen habe ich auch 50 gekauft. Genau. Davon 20 unnötig. Nein. Nein! Nein! Doch. Im Bereich! Ja, perfekt. Weißt du was? Prinz Markus von Anhalt wäre stolz gewesen. Ja? Wenn er meinen Kauf gesehen hätte. Weil er ist reich. Ja? Wir nicht. Also doch, ihr, schon. Ich schon, ja. Ich habe ja 300 Rubin im Spiel gehabt. Au, oh, es gibt einen Mini-Boss-Fight, habe ich gehört, Leute. Nee, das machen wir jetzt. Ich muss mal erstmal die Umgebung checken. Rate mal, wessen Schwert das ist. Bardos? Ja, Mann. Perfekt. Genau, Bardo. Okay, du hast ihn bestimmt. Fast richtig. Das Schwert ist halt viel zu mächtig. Warte, ist das nicht Thanos Schwert? Ja. Wo weißt du das? Keine Ahnung, sieht danach aus. Aber wie mächtig sieht denn... Wie heißt dieses Schwert? Die Metzgerkeule. Ja, sag doch, wie heißt dieses Schwert? Der hat gerne ein Dorfschwert. Hat keinen Namen. Nicht googeln. Nee, ich möchte sehen, ob es schon mal nachgemacht wurde. Nein. Warum? Warum nicht?
Diese Hurensöhne, die machen jede Weep-Scheiße machen die nach, aber doch nicht dieses göttliche Schwert oder. Ah! Nee! Ich bin reich! Warte mal. Ey, warte mal, ich muss kurz das da ausrüsten. Mhm. Oh! Oh! Hallo! Nein! Nein! Ich verstehe nicht, wie ich gegen ein Schwert kämpfen soll. Warte mal, lass mich mal kurz nachdenken. Der Griff muss kaputt gehen. Genau. Na! Ah! Hallo! Das ist explosiv! Das ist Gas drumrum! Okay, warte. Okay, oh, hey! Okay, warte mal. Ich muss kurz was sehen. Okay, perfekt. Jetzt probier's nochmal aus. Okay, komm her. Komm her. Okay, das war nicht die Gaspfeile! Warte mal, ich muss vielleicht denken, was habe ich denn im kompletten Dungeon gebraucht? Ah, lol, diese Schriftzeichen, die muss ein Wolf werden! Ey, was für Schriftzeichen? Ah, ne, doch nicht. Dieses Schriftzeichen war, oder? Hey! Arschkarte Nummer. Er muss doch nicht zum Wolf werden! Scheiße! Hä, bin ich behindert? Midna, sag doch mal was! Mit Midna reden. Ich weiß schon nicht, wo. Oh mein Gott! Wie lö. Ich bin. Okay, jetzt. Was? E-Rap! Was? Der schwimmt einfach weg! Warum schwimmt er? Der ver-E-Rappt sich einfach! Christian, ist es eigentlich bestätigt, dass es Gandalf sein Schwert ist? Oh jo! Ich weiß nicht, ob es genau das jetzt ist, aber. Es ist schon noch. Damit hat er den Hyrule-Sieg gestritten, Alter. Junge, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gandalf so ein Schwert getragen hat. Und dann im Krieg alle weggeballert hat. Du hörst dich so.
Ich glaube einmal noch. Nein, Bro! Los, Link! Wach auf, Link! Oh, Mann. Verscheiß halt übel. Holy shit! Dieser Boss war eigentlich nicht so schwierig, aber ich hab halt verschissen, weil ich kein Aim hab. Oder kein, ja, es gibt ja nicht eine Taste, die anvisieren heißt oder so. Ja, gibt's die. Oh, krass. Aber die ist doch nur für Noobs, Mann. Wer braucht denn eine Anvisieren-Taste? Du hältst den Gleiter, ein antikes Fluggerät, mit dem du dich über den Boden schweben fortbewegst. Ja, der Fidget Spinner. Er ist ja mega nice! Aber warte erstmal auf den Parcours. Na, das ist nicht mehr so nice. Hä, was ein Scheiß! Warte, kann ich das beim Springen nehmen? Ups. Ah ne, den kann ich hierfür benutzen. Los, geh mal vor. Hallo. Fuck, Link! Der ist mega nice. Doch, ich sollte da hochkommen. Oder? Oh yes, baby! Easy! Junge, wenn ich so ein geiles Gerät bekomme, dann bin ich Lucio, Alter. Dann bin ich der Ballrider, Boys. Speed on the street. Wurden wohl wieder 5 Bomben verschwendet. Gott sei Dank habe ich ihm gesagt, er soll noch mal mehr kaufen. Let's go, Bro! Ah!
Schau, ein gelber Rubin, ich muss ja irgendwie meine Schulden wieder begleichen. Warum ist der eigentlich in Twilight Princess ein 10 wert? In jedem anderen sind es 300. Gold und Geld ist was anderes. Oh, das gibt's nicht, das ist ein Schmarrn. Den Rubin ist ja was gibt's nicht. Grün ist 9, blau sind 5, rot ist 20, violett ist 50, silber ist 100, gold ist 300. Das war's. Arschgeil, Mann. 100. Bestes Timing, Alter. Große Legende. Und ab! Yeah! Und Bobsi! Yeah! Junge, das Schreien macht mega Spaß. Wäre kein Mann, wenn ich euch auf diesem Gerät bleiben würde. Warte, gibt's hier noch was? Oh yeah. Hopp! Hopp! Scheiße, Alter! Jetzt geht's los. Wait. Microphone muted. Und tappt erst gerade eigentlich immer raus, wenn er sich mutet. Das ist illegal, was er da spielt. Ja. Microphone activated. Ja. Ich wollte nur sagen, dass das eigentlich absolut leicht ist, aber ich mich einfach nur dumm anstelle, schau. Wir machen mal das easy, oder? Warum tappst du eigentlich immer raus, wenn du dich mutest? Einfach so? Perfekt. Ich mach kurz deine Schnauze, okay? Okay, muss auch das Timing achten. Genau. Aber machen wir mal eine Rundfahrt, oder? Ja. Auf entspannt. Vor allem Rundfahrt, kann man sich schon gönnen. Ja, perfektes Timing, göttlich, Wahnsinn. Den Maul hätten, ja! Okay, warte mal. Jetzt vom besten zum schlechtesten Timing, wirklich, du hast den Peak vom schlechtesten Timing geholt, oder? Slavik, Junge! Holy shit, Alter! Easy, sag ich. Bin begeistert. Dankeschön. Dankeschön. Boah, was ist denn das für eine geile Zwiebel? Oh, der Boss-Schlüssel. Der Meister-Schlüssel. Au! Mann! Dreh doch einfach! Ich mach, Junge! Ich
bin so stolz mit dich. Dankeschön. Und Steffi? Ja. Papa hat im Keller, also in der Küche, irgendwie so Teigbälle. Oder halt Teig aus, also Pizzateig, der irgendwie mexikanisch ist und extra crispy wird. Nein, ich hab verschissen. Hallo, geh weiter nach links zu uns. Oder irgendwas mexikanisch, spanisch, keine Ahnung. Nö, nee, die sind noch eingefahren. Nein! Ah, perfekt. Ja, mal heute Abend. Also Nacht. Heute wird Nacht. Junge, dieses Gerät ist ja mega mensch. Du hast doch noch nicht mal den Boss-Schlüssel, oder? Doch, hab ich. Oh, ja, okay. Ja, so. Jemand etwa nicht mein Stream? Im Keller. Ah. Oh. ich hab erst jetzt gecheckt, dass da Mitte auch, dass da in der Mitte auch noch was ist. Aber wie komme ich da hin? Hi! Yay! Nein! Close Call, das war ein Close Call. Let's go! Mega nice. Warte, ich muss mich runter. Okay. Jetzt hab ich einigermaßen einen Plan. So, 3, 2, 1, go! Alter Mann, ich bin schon ein Rider. Jetzt mal, Leute. Könnt ihr gerne zugeben? Ich bin schon ein krasser Typ. Ja, wenn Steffi dir den Tipp nicht gegeben hat, wird das wahrscheinlich noch eine Stunde dauern. Hey, was für ein Tipp? Ja, genau, Alter. Nee, Retalk, hab ich jetzt gerade nichts gehört. Nee, Retalk! Ja. Ey, ihr seid solche Missgeburten, Alter. Mann. Kannst du gerne mal im Stream zurückspulen, aber es geht ja eh nicht. Das hört sich dann so retarded an, Alter. Ja, wie weit kannst du da von der Wand abfliegen? Boah, jetzt hab ich eine Idee! Shit, bro. Mann, Alter, das war wirklich meine Idee. Steffi hat halt kurz meinen Stream vorgespult und meine Idee geklaut. Ah, ja. Mann, Jungs, Alter. Was ist denn nur mit eurem Hirnschmalz los, Alter? Was soll der Scheiß? Oh, Bossfight. Es ist Gandalf. Oh Gott, let's go, Alter. Och nein, ich muss... Spin and fight! Ach du heilige Scheiße, was? Los geht's! Abfliegen? Das ist jetzt gewesen, ist auch. Das ist Jaskaram, Steffi, wunder dich nicht. Der ignoriert die UI. Immer. Warte mal, was? Die Frage, die ich mir stelle, wie kann ich ihn jetzt wieder zum Leben erwecken? Warum hinlaufen? Aber da ist dann. Hallo. Santo? Kaum zu glauben, dass du den Weg hierher überlebt hast. Man nennt dich wohl zu... Ey! Und auf jeden Fall... Okay, perfekt. Shit. Junge, lies das in einer menacing Stimme bitte vor.
der Despawner. Okay, muss irgendwie das Schwert aus seinem Schädel rausbekommen. Krieg ich hin, oder? Perfekt. Ja. Jetzt geht, dass die Musik so fast-paced ist mit dem Beyblade, dass es so passt. Ah, ja. Mann, du bist ein Beyblade, Mann! Sein Auge anvisieren! Ich muss kommen. 12 Bomben, 12 Bomben. Okay, ich hab den Beyblade. Fick ich den, hä? Ich find's krass, dass Jaskaran immer nicht mal instinktiv irgendwas versucht, was auf Anhieb richtig ist. Normalerweise, wenn Boss beginnt, weiß man eigentlich instant so halbwegs, wie der geht. Oder Christian, was ey, ich sterb gleich, Alter, was soll der Scheiß? Ja, bin ich behindert? Was nicht? Okay. Meine Vermutung ist es, wenn er diesen Scheiß, der aus seinem Maul rauskommt, ausstößt, schieße ich da einen Bombenfall rein, damit er. Ja. Ne, oder? Mann! Er denkt nicht. Ja. Arschgeile Nummer. Nein. 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 Ey, ich bin so ein Retard! Ah, okay. Alles gut. Okay. Seine Wurzel treffen! Wurzel? Ja, Alter, ich hab solche Wurzelschmerzen. Seine Wirbel, Alter. Junge, meine Wurzel, Mann. Mit Skoliose. Leute, die Wurzel einrenken. Halt dein Maul jetzt! Ja, sieh, ich hab da Wurzelprobleme. Was können wir machen? Aber bist du auch zu viel? Wurzelakku. Wie lange geht der Bossfight schon? 5 Minuten? Nein. Lass ihm alle Bomben auf. Lass ihm alle Bomben auf. Warte, irgendwie irgendwas als Hund machen. Wahrscheinlich als Hund. Mensch. Okay, warte, was sagt Midna? Was sagt Midna? Jaskaran, denk doch einfach mal an deine Rippen zerbersten, die Cornflakes. Ich fix deine Rippen mit. Nee, noch keine Tipps. Ja, nicht.
Muss. Junge, warum leuchten seine Augen rot? Weil er gerade von Santo gelenkt wurde. Alles, was leuchtet, ist was? Das ist ein Hurensohn. Ja. Perfekt! Endlich! Boah, Digga, seit wann bin ich so schlau, Alter? Ich spür. Ja, als ob der Boss halt so einfach ist. Ja, natürlich, Alter! Boah, fast hätte ich Steffis Trick wahrgenommen, ja? Wahrscheinlich Trick. Nein! Diese Hurensöhne! Die können mir nicht mal Erfolg! Los! Die machen Freistoßblock! Nein! 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 Ui! Bro! Ich muss in die Mitte! Nein! Nein! Hab ich Ultra entzickt, warum weiche ich den aus? Komm! Ach komm, mach doch nicht diese. Okay, nochmal. Jetzt ausweichen. Nein! Das gibt es nicht! Okay, warte. Schuss! So, und bumm! Nein! Ich möchte den doch ausweichen, ich bin doch... Hä? Da war keiner! Da war keiner, das war Scam! Na! Ja! Wo oh, jetzt? Bitte was? Genau das. Ja. Das los geht's! Nein, bitte! Beweg dich, Link! Öffne deine Augen, Link! Bitte! Du dumme Missgeburt! Los, schneller! Junge, spin the wind! Mann! Missgeburt! Los! Schnell! Genau! Los geht's! Okay. Gefühlt, Alter, das ist echt heftig. Los! Okay, öffne deine Augen, Link. Okay, ja, perfekt. Herzchen! Nein! Ah! Okay, alles gut. Oh, ich muss fett pissen, Alter. Ich glaube, ich mache eine kurze Pipi-Pause. Das ist schon notwendig. Zu viel Adrenalin. Zu viel Adrenalin, nicht zu viel. Depp, die Hose scheißt. Oh shit, bro. Wir wissen, ob Jasper den noch besiegen kann, bevor es sich in die Hosen pisst. Wow! Okay, ich muss den Schwung dieser Hurensöhne ausnutzen. Was? Nein! Los, gib den Schwung! Nein! Ah, fast. Ui! Nein! Let's go! Let's go! Nein! Jetzt wird's was, Jaski! Nein! Nein! Und jetzt Allah! Nein! Oh shit! Wow! Wir haben Gasthauskunden! Ja! Oh mein Gott! Yeah. Oh! Ich schreit so hart! Mikrofon muted. Das war schon ein heftiger Bossfight. Kurzer Black Screen nochmal. Mikrofon. Perfekt, alles gut. Nee. Jungs, war das leicht, Mann? Warum war das so leicht? Einzelne Chat, Jungs!
Okay, Entschuldigung. Jetzt war ich gerade ein bisschen zu in meinem Streaming-Film festgeschissen. Ninja kann einpacken bei dem Gameplay, oder? Der neue Stream. Junge, wie ihr T-Bagged, alle. Ach du heilige Scheiße! Nein! Komm in! Okay, verfolg ihn! Oh, cool. Die Musik ist einfach double dran. Verfolgungsjagd! Ich muss ihn verfolgen. Ah, okay, jetzt versteh ich's. 3? Nein! Hey! Ultra Instinct! Das war ein Remix aus Ocarina of Time. Und boom! In sein Maul rein! Alter, das ist bis jetzt der spaßigste Bossfight. Das ist echt cool, dass Zelda-Boss immer so geisteskrank und so kreativ. Nee, warte mal. Ich glaube, ich muss als... Was? Nee, ich dachte, Midna zieht das mit ihrer Hand raus. Ah, ganz schwierig. Ist ja auch nicht so, dass durchgehend so rote Wellen durchgehen, wenn du da drauf schlägst und es richtig satisfying anfühlt. Da kann man schon auf die Idee kommen, dass es... Nee, das hört sich so an, wenn er drauf schlägt. Alles so gut, richtig. Leute. Bam, Alter. Bam. Stell dir vor, der Gegner schreit so richtig hart, Alter, blutet so richtig. Und ich glaube, das ist falsch, was ich mache. Dazu kommen noch so bling, bling, bling Sounds. Hm, ist aber falsch, was ich mache. Genauso wie die Minecraft Arrow Hit Sounds. Gaskan ist, was er auf dich schießt, sind Lebenspotions, Mann. Gaskan, du bist da mit dem Boomerang drauf. Hä, muss ich nicht gegen ihn fahren? Na, nein. Scheiße, Mann. Du musst ihm den Zahn ziehen. Was gehst du immer auf das Schwert, Alter? Oh. Zahn ziehen wie in God of War, dem Drachen, Alter. Gib mir den Zahn. Boom, oh mein Gott, Alter, ich bin immer hochgekommen. Ja, das ist sexuell. Bei dir. Hä, hey, woher weißt du, dass du schwuchtel? Ah! Vielleicht bin ich nicht Schwuchtel, aber du hast es zugegeben gerade. Alle guten Dinge sind 4. Perfekt.
Jetzt würde ich die Pipi-Pause machen. Hab mich schon längst eingeschissen, du Spaß. Ach so. Perfekt, oder? In der Pipi-Pause scheißt man sich noch rein. Ein deftiger Stream muss, darf nicht ohne den richtigen Anschluss sein. Gehen wir. Okay, wie viel habe ich jetzt schon 10 Herzen? Ne, 9. Let's go. Ich wollte da heute noch die Frage stellen, ja, soll ich jetzt, werde ich heute noch fertig? Spiel speichern? Nein! Scheiß Spiel! Ich glaube 22,50, oder? Oh! 22,48! Der Schätzboss! Hallo? Junge, ich hab endlich ein Longboard in Zelda, Mann! Arrived, Christian. Oh ne, da kommt noch so ein Ding. Ja, hätten vielleicht noch 10 sein können. Stell dir vor, das Spiel würde dich hören und droppt einfach nochmal 10. Ich gehe jetzt erstmal pissen, Leute, bis gleich. Mikrofon muted. Bis in 3 Stunden. Und Christian. Er ist echt jetzt, er ist angelangt. Ja, am Ende. Junge, ich hab so lange drauf gewartet, bis er endlich da ist, Mann. Bis er da. Da. Durch. Warte, welche Dungeons fehlen jetzt eigentlich noch alles? Keine. Hat er alle? Ja, wie viele Streams hab ich verpasst, WTF? Boah, ey, was soll der GIF-Scheiß? Ja, ist schon krass, dass er jetzt gerade wirklich kurz vorm Ende ist. Ja gut, er hat das Spiel jetzt auch schon seit 1,5 Jahren, ne? Wer ist Novaka? Novaka? Ja, im Chat von Jaskaran. Frag mal. Auf Frage mit dem Chat, ich hab meinen Echtnamen als... Keine Ahnung, wer Novaka ist. Frag mal. Ja, irgendein random Zuschauer halt. Weil Jaskaran seine Streams nicht auf nicht gelistet stellt. Achso, sind die öffentlich? Ja, die sind immer öffentlich. Was? 4 Zuschauer. Junge, wie lange scheißt der jetzt schon? Und ich will nicht diese scheiß Musik. Aktuell 5 Zuschauer. Ein Anzeigefehler. Jaskaran schaut da wahrscheinlich beim Scheißen gerade zu. Da brauchst du ein kabelloses Headset, das du mit zum Scheißen nehmen kannst. Microphone activated.
Erskan, wer ist Novaka? Ja, in deinem Chat. In deinem Chat? Ah, da ist ein Zuschauer, Erski. Was? Ich hab einen Chat in zu. Wirklich? Ist es schon der 100. oder ist es der 200.? Das weiß ich nicht. Kommen die Twitch Prime Subs nicht schon rein? Auf YouTube? Auf YouTube? Mega. Ja. Superchat? Hä? Wo ist dein Superchat? Hä? Ist Novaka Kevin oder was? Das wäre mega. War Wagner Rock. Ja. Alter, Kevin Ehrenmann. Achso, er hat schon einzelne Chat, Jungs, einzelne Chats. Alle Chats, oder? Donne. Dante, Alter, die alte Version, wo er noch so polygonisch war. Hä? Warum disappeart der Chat, wenn ich einmal Fullscreen gehe und zurück? Oh. Ja, es geht dann Spiel weiter. Ich muss doch auf den Chat eingehen, Mann! So sad, dass es nicht die Twitch-Emotes hier gibt, Alter. Gypsy. Gypsy. Wie geht's weiter, Mann? Mein Maus sagt. Ja, okay, egal. Oh. Ah! Ja. Junge, diese Musik, das ist so ein Einschlaflied, oder? Ja, das ist echt so. Verschissen. Oh, doch nicht. Oh. Also es war das First Try, Boys! Das muss aber knapp gewesen sein. Einzelne Chat! Dankeschön. Ja, okay, ja, schon auf das einzelne Chat. Wo sind deine Emotes, Alter? Junge, erst verdammt, du hast das Spiel jetzt 1,5 Jahre und... Junge... Endlich! Aber wenn aber Jasper mal ein Spiel, spielt, dann rusht er. Dann rusht er richtig. Dann bin durch. Ich fucking on fire, Boys! 22 Stunden durchgerusht, Alter. Aber stimmt, das ist ja. Lang. Wird jetzt nicht die Cutscene gezeigt, wie der Gendorf oder so raus gebankt wird, oder wie war das? Oder kam die gleich am Anfang vom Spiel? Das ist aber jetzt nicht der Schattenspiegel, oder? Das ist gut, dass es rot hervorgehoben wurde, sag ich mal. Oh, jetzt kommt die Szene, die wir jetzt schon 103 Jahre mal angeschaut haben. Ey, warte, Basti! Ich muss das noch auf meinen Fernseher ziehen und dann den Black Screen aktivieren. Entschuldigung. Holy shit. Ja,
Musik. Ich muss zugeben, dass ich diese Stelle zu oft gesehen habe wegen Basti, Alter. Mein Mauszeiger hier, Alter. Weg damit. Aber jetzt verstehst du endlich den Zusammenhang. Wie kann man so abgehen, obwohl man... Junge, Alter. Link soll so ein Rider bangen, oder was? Nie im Leben. Scam. Was hat dein Zahn? Ist dein Zahn. Ich dachte, Gendorf hat auch ein Delfingebiss. Ja, aber er ist halt auch ein Wildschwein. Finde ich, dass ich jetzt die Teile wieder jetzt finden muss, Mann. Oh, Tutorial beendet. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Viertel. Ungefähr. Aber Basti, meinst du nicht, dass ich bei Part 50 bin von Domi, oder war das ein Troll? Hab dich genatzt, Alter. Nee, das war kein Troll, der war da. Was, hab dich genatzt. Boah, nee. Weil genatzt ist ja nicht mehr Mod, ne? Och, Mann. Scheißspiel. In 23 Stunden. Bruh. Jetzt noch mal drei Scherben finden. Wo ist der eisige Gipfel noch mal? Ach, den hast du noch nie gesehen. Ah, habe ich den noch nie gesehen? Nein. Shit. Such mal den, den ich... Heiliger Hain. Der war hier, glaube ich. Die Gerudo-Wüstenmusik in Twilight Princess ist eher traurig. Anstatt Hype. Bis in Part 41. Jetzt erst! Ja.
Domi hat 82 Pass gebraucht, hat aber 100% gespielt. Ich dachte, dass ich bei Part 50 bin, Mann. Sagen wir mal noch eine 15 Stunden, dann ist es. Och Mann. Ohne Scheiße. Warum auch Mann, Alter? Immer die, ja, du spielst zu lang, Alter. Bist du ein richtiger... Jeder möchte am liebsten Gandalf bekämpfen. Wenn du es jetzt anders siehst, dann bist du ehrenlos. Ich will nicht Gandalf bekämpfen, ich will, dass Gandalf Link tötet. Ich möchte wissen, wie mächtig er ist. Weil ich mir tatsächlich noch nicht irgendeinen Kampf zwischen den beiden angeschaut habe. Echt nicht? Nö. Haben wir das dir nie gezeigt? Ich glaube nicht, ne. Du hast mir nur gezeigt, wie am Ende durch Links Schwert stirbt. Ja, das ist in jedem Spiel so. Genauso wie Demise. Aber Demise war echt am kränksten, Alter. Und du hast mir, glaube ich, gezeigt, wie... Ich glaube, da musste man auch reiten mit Zelda auf der Rückbank, sag ich mal. Rückbank. Warte mal, wo war nochmal der Hylias, oder bin ich jetzt kernbehindert? Na, wahrscheinlich mit Maus, oder? Genau. Oh Mann, was für Matze. Wo ist der heilige Hain? Bin ich behindert? Ah, da! Okay. Ja, als ob ich mir Joghurt selber mache. Hä, ohne Joghurtmaschine. Ja, aber als ob ich mir Joghurt selber mache. Hä, Mokka-Joghurt. Ja. Du hast nur Milch, Kaffeepulver, Magermilchpulver, Zucker und Joghurt. Wir haben lösliches Kaffeepulver. Ne, Magermilchpulver. Nein. Also. Er kauft alles fertig, ja? Auch Pfannkuchen. Das ist Pfannkuchen. Kein Mokka-Joghurt mehr im Angebot. Aber fertig Pfannkuchen schmecken fein nicht schlecht bei uns. Meinst kann du ja auch nicht viel. Stopp, halt! Wir meinen meinst Puder. Du? Ja, aber fertig Pfannkuchen, die fertig Pfannkuchen sind. In der Plastikverpackung. Nee, die meine ich nicht. Die gibt's aber. Die hab ich noch nie gegessen. Die sind echt. Also, die sind nur gut, wenn man sie wirklich anbrät und viel Scheiße drauf tut. Ah ja, die, Alter. Och, okay, du fettes Stück aussehen. Scheiße. So ehrt man seine Katze, Alter. Ehrenmann. Ja, was? Du bist ein Tierquäler hier. Ja, Steffi. Ja, was? Was hältst du von Kimi? Gar nichts eigentlich. Was macht Kimi? Die ist gerade irgendwie aufgeschreckt, weil sie was gehört hat. Draußen jemand? Das war nicht 187. 187! Also, der Bus ist da! Was ist geschenkt? Ja, wo musst du hin? Heiliger Hain! Aber ich kann gerade überlegen, wo der war. Oh, wo muss er hin, Alter? Zum Bus natürlich. Was ist das denn? Ja, als ob du es nicht kennst. Nein. Das ist doch schon voll an. Hä, warum slidet das so? Scheiße, der Bus ist da, ich muss laufen! Ja, als ob du das nicht kennst, Basti. Warum ist er so hingeslidet, Alter? Der Bus ist da, ich muss laufen.